Willkommen zur heutigen Tagesbotschaft. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, wir sind immer noch hier bei den unbewussten Themen, unbewussten Angelegenheiten, Familienangelegenheiten. Vielleicht bist du in einer unbefriedigten Partnerschaft. Dann gilt es auch hier reinzuschauen in rückführende, frühere, familiäre Situationen, familiäres Karma, was es abzubauen gilt, Themen, die einem nicht bewusst sind, die man aber jetzt gerade gespiegelt bekommt, die einem sozusagen die Möglichkeit geben, da einfach tiefer zu schauen. Vielleicht bist du auch allgemein melancholischer, trauriger, aber auch vielleicht sinnlicher. Man fühlt sich zu gewissen Dingen, Personen, Menschen unerklärlicherweise hingezogen, weil dort einfach auch, was man sich vom Verstand her überhaupt nicht erklären kann, aber da ist Wachstumspotenzial, da ist Lernpotenzial. Man zieht sich, man fühlt sich einfach irgendwo hingezogen, wo man sich einfach nicht erklären kann, aber da liegt halt auch ein Schatz dahinter verborgen. Ja, das haben wir gerade so im Kollektiv. Jetzt schauen wir mal in die Situation rein. Wie zeigt sich diese Situation im Alltag? Boah, da sind zwei Karten gesprungen. Ohoho. Wir haben hier den Neubeginn in einer Liebesangelegenheit. Neubeginn in der Liebe. Es gibt also jetzt gerade die Chancen und die Möglichkeiten, entweder hat man jemanden kennengelernt, ja, oder man wird jemanden kennenlernen, oder es gibt hier einfach einen Neubeginn zwischen zwei Menschen, die sich vielleicht aus irgendeinem Grund in der Vergangenheit verloren haben oder durch irgendeinen Grund, durch irgendein Thema, durch irgendeine Situation aus den Augen verloren haben oder sich vielleicht sogar getrennt haben, die jetzt wieder zusammenfinden könnten, weil sich der ein oder andere auch hier geöffnet hat. Ja, vielleicht sind hier in der Vergangenheit wenig Emotionen geflossen, denn die fließen jetzt wieder. Also es passt wunderbar zu der Energie im Kollektiv. Auf jeden Fall haben wir hier Neubeginn in der Liebe und das ist schon mal mega, mega schön. Also ich finde, für einen Montagmorgen kann es keine besseren Nachrichten geben. Ja, guck mal hier, da haben wir schon den Mond, da haben wir schon wieder den Herzensmenschen. Ihr seht, der Herzensmensch fällt in den letzten Tagen einfach sehr, sehr oft. Ich weiß jetzt nicht, welche Karte zuerst gefallen ist, aber es ist auch egal. Wir haben hier den Neubeginn, er hat Ängste hier auch hinter sich gelassen. Belastungen, eine karmische Verbindung sozusagen. Dahinter stecken auch Lernaufgaben hinter diesem Rückzug, hinter dieser neuen Chance. Sind auf jeden Fall karmische Themen abzubauen, abzuarbeiten, weil man die Lernaufgabe dahinter in Angriff nimmt. Es geht auch hier um Verlustangst. Das sind auch Themen, die hier rein fließen. Man hat also hier den Kontakt aufgebaut, der ein oder andere hat sich gemeldet, man hat sich unterhalten, man hat sich vielleicht auch ausgesprochen, weil hier einfach auch noch Geheimnisse waren im Sinne von nicht ausgesprochenen Dingen, also keine negativen Geheimnisse, sondern einfach Dinge oder Themen, die man in sich gehabt hat, aber nicht ausgesprochen hat, nicht gesagt hat. Es war also somit sozusagen das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht ist man irgendwie ruckartig auseinandergegangen, plötzlich aus dem Nichts heraus, wie auch immer, ne? Ihr kennt solche Situationen,
Schlagabtausch, Diskussion, Streit, wie auch immer, ne, man platzt, man tickt aus und dann, bam, ist halt so ein Cut drinnen, ne, man geht und viele Dinge wurden einfach nicht ausgesprochen, auch nicht durch den Streit, sag ich jetzt mal so, sondern auch im Vorfeld. Ja, man hat vielleicht nicht über Gefühle geredet, man hat auch nicht darüber geredet, dass man sich hier wie magisch angezogen gefühlt hat, was natürlich am Karma liegt sozusagen, auch am ähnlichen Lernthema, an der ähnlichen Frequenz, die man miteinander hat. Dadurch entsteht natürlich eine Anziehungskraft, aber diese Anziehungskraft holt natürlich auch innere Themen hoch und das ist sozusagen die Belastung, aber halt auch eben gleichzeitig die Lernaufgabe, an die man durch Verletzungen, durch Trigger herangeführt wird. Und das macht halt auch hier schon mal Angst, ja, wenn es geknallt hat oder gerumst hat, dann denkt man natürlich nicht darüber nach, ja, das ist jetzt eine Lernaufgabe, ne, ich steige da jetzt mal dahinter, sondern man hat den Angst, den anderen zu verlieren. Es kommen aber auch andere Ängste hoch, unbewusste Ängste, die man vielleicht vorher gar nicht kannte, weil es hier einfach um etwas Karmisches geht, ne? Wie gesagt, Kontakt wird hier auftreten, der ein oder andere wird sich melden. Ich schätze mal, hier ist ein Gegenüber, der sich in dieser Legung hier meldet. Und dieses Gespräch wird angenehm sein, dieses Gespräch wird anders sein, ja, anders sein, weil wir ja hier auch den Neubeginn haben und das Ass der Kelche. Also es wird auf jeden Fall anders sein und es bietet eine neue Chance, hier weiterzugehen, weiterzukommen. Welcher Stein unterstützt dich, wenn du mit diesem Orakel in Resonanz gehst? Boah, ich kann ihn langsam nicht mehr sehen, der Amethyst, was natürlich auch im Kollektiv allgemein liegt. Wir öffnen uns alle mehr, weil wir auch durch das Kollektiv, durch das Außen einfach nach innen gehen müssen. Ja, weil wenn wir uns am Außen jetzt orientieren, das Außen gibt uns keine Orientierungsfläche mehr, weil alles irgendwie total durcheinander ist. Ja, es gibt keine Linien mehr, es gibt keine Struktur mehr. Alles wirkt sehr verwirrend und natürlich auch beängstigend. Und man kann jetzt einfach nicht anders, wie sich nach innen zu drehen, in die eigene Ruhe zu kommen, in die eigene, ja, bei sich anzukommen, um sich selber auch kennenzulernen. Und es ist jetzt auch fast schon Pflicht, weil man jetzt in seine Kraft kommen muss, einfach, ja. Weil unabhängig jetzt von der Situation, dass es hier um eine Partnerschaft geht oder du für dein Herzmensch schaust oder für die Liebe schaust, ja, wie im Innen, so im Außen, ja, ist bei dir innerlich Chaos, siehst du das Chaos im Außen, bist du selber in einer Ruhe, in einer Relaxedheit, in einer, ja, in deiner eigenen Klarheit, Nüchternheit, Ruhe, Stille bei dir selber einfach, ja, dann fällt dir vielleicht das Chaos außen gar nicht so auf, ja. Weil es geht ja hier auch um unbewusste Ängste und Themen. Und der Amethyst steht immer für die Anbindung nach oben, für das tiefe Wissen, für das tiefe Fühlen. Ja, vielleicht auch für das helle Sehen, ja, es steht für das dritte Auge, es steht für die Intuition, es steht für das tiefe Gefühl, ja, und einfach auch allgemein für das tiefe Wissen, für das Selbstvertrauen. Dafür ist natürlich Ruhe wichtig und in der Ruhe liegt die Kraft und in dieser Ruhe erkennt man auch den Sinn dahinter. Ich würde sagen, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate meldet er sich und es kommt zu einer Aussprache, man unterhält sich und dann wird es auch auf einem neuen Level weitergehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Wenn du magst, deine Sandra.